Anwalt Römers Hoffnungen scheinen sich zu erfüllen. Eine Stunde später überrascht Lindas untreuer Gatte sie mit einem Versöhnungsangebot. Grüß dich, Linda. Na, wo kommst du denn jetzt her? Du, Linda, ich möchte mit dir reden. Das tut mir alle zu leid. Ach ja, jetzt auf einmal? Ja, du, als du mir gestern mit der Scheidung gedroht hast, du, ich war voll in Panik. Also, ich bin mir bewusst, dass ich das wahrscheinlich doch ein wenig übertrieben habe. Ein wenig übertrieben? Robert, du hast mir so wehgetan, wie in all den Jahren zuvor nicht. Ja, das ist mir schon bewusst, dass ich wahrscheinlich ein wenig übertrieben habe, aber ich liebe dich doch. Ach, und das soll ich dir jetzt glauben, nach allem, was hier vorgefallen ist? Ja, ich bitte dich. Und für mich wäre jetzt wirklich das Schlimmste, wenn du nach 23 Jahren die Scheidung reinreißt. Ja, und wo ist deine tolle Bella? Bella habe ich weggebracht. Ich hab mit dir Schluss gemacht. Ich habe sie zum Bahnhof gefahren. Ach, und das hat die sich einfach so gefallen lassen? Ja, deshalb, ich habe sie eben zum Bahnhof gebracht und am Bahnhof habe ich dir einen schönen Strauß Blumen mitgebracht. Du glaubst aber nicht wirklich, dass es mit ein paar Blumen erledigt ist, dass hier alles vom Tisch ist. Linda, sicher nicht. Aber ich habe uns einen ganz tollen Tisch besorgt bei unserem Lieblingsitaliener heute Abend um 19 Uhr. Und wir haben alle Zeit der Welt und können wirklich über alles sprechen, nur du und ich. Du, Robert, ich habe jetzt schon Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Das wird nicht ganz klappen, du hast doch, weißt doch, mein Freund Hans, der wurde doch vor zwei Wochen operiert. Mhm. Ne? Und den habe ich versprochen gestern, als wir telefonierten, dass ich heute Vormittag vorbeikomme. Mhm. Und das kannst du nicht auf den Nachmittag verschieben? Nein, das geht absolut nicht, weil er hat ja noch eine Untersuchung, die Nachuntersuchung. Deshalb geht es nur Vormittag. Sorry, ich muss los. Ciao. Mhm. Boah, ey, für wie bescheuert hält er mich eigentlich? Der trifft sich niemals mit seinem Freund Hans. Also unfassbar. Ich werde ihm jetzt mal hinterhergehen. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn ich mal meinen Anwalt anrufe. Hell down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Bei aller Erleichterung über Bellas Auszug traut Linda dem plötzlichen Frieden noch nicht. Deshalb verfolgt die 48-Jährige ihren Ehemann in sicherem Abstand bis zu einem Café. Zusammen mit Tochter Annika will sie den schweren Nöter auf frischer Tat ertappen. Mama, was machst du denn? Der hat mir die Blume in die Hand gedrückt und ist abgehauen. Und hat mir einen erzählt, von wegen, er muss zu Hans, weil es ihm so schlecht geht und so weiter. Jetzt ist er da drin. Hey, sag mal, wie bescheuert hält er dich eigentlich? Schau mal, wer da kommt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es ja nicht. Oh, guck dir das an. Ich glaube nicht, was ich da sehe. Ey, ich habe gewusst, dass der mich angelogen hat. Ja. Ich habe das gewusst. Ich hab's dir gesagt. Ich krieg's gut. Ich gehe da jetzt mal rein. Komm. Ich glaube, ich muss jetzt mal Klartext reden, ja? Mann, oh Mann. Linda Häupken versteht die Welt nicht mehr. Nach über 20 Jahren schlägt Gatte Robert ihr eine offene Ehe vor, um vor den Augen seiner Frau eine junge Geliebte ins Haus zu holen. Die geschockte Hausfrau lehnt das kategorisch ab. Robert zeigt Reue und macht ein Friedensangebot, dem Linda jedoch nicht traut. Und tatsächlich, die Beziehung zur wesentlich jüngeren Bella erhält er heimlich aufrecht. Ist das das Treffen mit deinem kranken Freund Hans, ja? Hast du echt geglaubt, dass Mama dir das abnimmt, dass du mit dieser Kuh Schluss gemacht hast? Ich kann das echt überhaupt nicht fassen, was du abziehst. Das ist jetzt nicht, wonach es aussieht. Bitte lass mich das erklären. Nein, du brauchst überhaupt gar nichts erklären. Jetzt erzähl ich dir erst mal was, ja? Sie halten jetzt die Klappe. Du denkst wirklich, du kannst mich mit Gesülze rumkriegen und so weiter? Robert, das ist das Allerletzte. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so von jemandem verarscht worden. Wie ausgerechnet von dir. Aber wenn du glaubst, dass ich mir das gefallen lasse, dann hast du dich ganz furchtbar geirrt. Ich werde mich nämlich zur Wehr setzen, ja? Und wenn du meinst, du willst sie lieber haben als mich, na bitte, dann nimm sie dir doch. Das ist mir völlig egal. Mensch, Linda. Was denn? Mensch, ich liebe dich doch. Aber Bella und ich, wir lieben uns eben. Oh, und wie soll ich denn mit den Gefühlen klarkommen? Das ist einfach Schicksal. Das ist einfach Schicksal? Ja. Ja, ach Gottchen, weißt du was? Ich hab was Besseres verdient. Und das, mein Freund, ist auch Schicksal. Das kann doch vielleicht war das gerade echt eine peinliche Szene, aber der Robert hat mich so zur Weißglut gebracht, ich konnte überhaupt nicht anders, als dem das Wasser ins Gesicht zu schütten. Ich habe richtig die Nase voll von dem. Ich bin mit ihm fertig. Ich werde jetzt die Scheidung einreichen. Das geht wieder vorbei. Lindas Nerven liegen blank. 23 Jahre lang waren Robert und sie ein Herz und eine Seele und haben alle Höhen und Tiefen eines Ehelebens gemeistert. Doch das einst so enge Band der Liebenden scheint nun für immer gerissen.
Schweren Herzens möchte Linda daher die Scheidung einreichen und geht zu Anwalt Bernd Römer, um alles Notwendige in die Wege zu leiten. Ich habe ihm meinen Mann im Café zur Rede gestellt, wo er mit seiner Geliebten gesessen hat. Ja. Hab ihm meine Meinung gesagt. Ja. Und er hat die Frechheit gehabt zu sagen, dass er überhaupt nichts dafür könne und so, dass er diese Bella halt auch liebt und dass es Schicksal sei. Und dann habe ich die Nerven verloren und habe ihm ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. Och, ein Glas Wasser, ich bitte Sie. Ich dachte schon, Sie hätten wer weiß was angestellt. Ein Glas Wasser ist doch nicht schlimm, das trocknet doch wieder. Frau Häuptgen, die Gefühle müssen raus, das haben Sie gut gemacht. Ich kann das verstehen. Und jetzt, jetzt sind Sie ja zu mir gekommen. Sie möchten jetzt einen juristischen Rat und juristische Konsequenzen ziehen, möglicherweise. Robert ist für mich gestorben. Ich will auf jeden Fall die Scheidung. Okay, gut. Dann ziehe ich mir mal eben Ihre Akte. Dann machen wir das. Das heißt, Sie wissen, wie das dann im Endeffekt läuft, so ein Verfahren. Ich weiß es nicht. Aber wir würden dann jetzt das Trennungsjahr tatsächlich einleiten. Was heißt denn das konkret? Trennungsjahr heißt, Sie müssen von Ihrem Mann getrennt leben. Trennung von Tisch und Bett, dieser berühmte Ausdruck, das kennen Sie ja auch. Ne? Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Das heißt, ich muss ausziehen? Nein, das heißt das überhaupt nicht. Das kann sogar im eigenen, in einem gemeinsamen Haus passieren, diese Trennung, unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben. Um Himmels Willen, dann kommt doch der nur wieder mit Isabella an und setzt mir die vor die Nase. Das könnte ich gar nicht aushalten. Gut, gut, wer weiß, was dann kommt nach dem Wasser. Lassen wir das. Ist keine gute Idee, Frau Häuptke, Sie haben recht. Aber dann werde ich die Zuweisung der ehelichen Wohnung, also des bisherigen ehelichen Hauses, an Sie beantragen. Das würde ich dann machen. Dann müssen Sie nicht ausziehen, der Mann muss ausziehen. Zudem, mein Mann hat eine Eigentumswohnung. Und da die gerade renoviert wurde, steht die jetzt auch leer. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Da müssten Sie mir noch die Adresse davon geben. Und dann wird Ihr Mann wohl ausziehen müssen. Mhm. Ich werde das auf jeden Fall so beantragen. Mhm. Prima, das kriegen wir hin. Und wie sieht denn das jetzt mit den Finanzen aus? Ich habe ja kein eigenes Einkommen. Ich habe ja immer meinem Mann den Rücken freigehalten und habe unsere Tochter erzogen. Wir haben ja nur von dem Erlös, also vom Elektroladen gelebt. Mein Mann hat die Familie unterhalten. Das typischerweise so ist. Natürlich haben Sie Anspruch auf Trennungsunterhalt. Das ist ganz klar. Wovon leben Sie und Ihr Mann denn momentan? Also was kommt da an Einkommen rein? Naja. Denn das Geschäft ist ja verkauft worden. Ja, genau. Und von dem Geld leben wir bis dann halt, bis, wenn wir 65 sind oder so, diese Lebensversicherung fällig wird. Das dauert ja noch ein Weilchen. Also das heißt, momentan leben Sie von der Substanz, von dem Vermögensstock. Es kommt nichts regelmäßig rein. Das ist nur wichtig in die Berechnung, um die Frage, wie viel Trennungsunterhalt fordern wir für Sie. Dann machen wir es anders. Wenn Ihr Mann kein Einkommen hat, schreiben Sie mir auf, was Sie monatlich benötigen fürs Leben, bei dem Lebensstandard, den Sie momentan haben. Und das fordern wir dann erstmal ein. Und bei der Gelegenheit möchte ich Sie bitten, alles, was Sie an Finanzunterlagen haben, stellen Sie das bitte zusammen. Ich möchte wissen, welche Konten sind da, bei welchen Banken, was ist da drauf, eine Vermögensübersicht, alles, was an Werten da ist, damit wir den Zugewinnausgleich vernünftig vorbereitet haben. Mhm. Der wird ja im Fall der Scheidung dann durchgeführt. Ne? Ich kann das alles zusammensuchen. Genau. Mhm. Machen Sie das doch bitte. Genau. Ich schlage Ihnen vor, Frau Häuptgen, wir informieren Ihren Mann jetzt mal darüber, dass das Trennungsjahr beginnt und was das rechtlich bedeutet und an welche Vorgaben er sich dann bitte auch zu halten hat. Vielleicht mache ich das angesichts der spannungsgeladenen Situation mal selber. Oh ja, das wäre mir ganz lieb. Ja? Gut, dann würde ich sagen, ich begleite Sie. Wo finden wir denn Ihren Ehemann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch in dem Café sitzt. Aber der wird seine Geliebte bestimmt jetzt in der Eigentumswohnung untergebracht haben. Dann fahren wir doch mal hin und dann gucken wir mal, ob Ihr Mann wieder trocken geworden ist. Kommen Sie. Das ist für meine Mandantin eine emotional ganz schwierige Situation. Nach so langer Ehe kommt auf einmal ihr Ehemann und sagt, ich will jetzt eine offene Beziehung. Welche Möglichkeit hat sie denn, wenn sie das nicht akzeptieren will? Dann hat sie ja nur die Möglichkeit, sich zu trennen. Und das möchte sie jetzt, und das werde ich diesem feinen Herrn jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Linda sieht der Konfrontation mit Robert mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn trotz finanzieller Absicherung weiß sie noch nicht, wie sie nach so langer Zeit in Abhängigkeit ohne ihren Mann leben soll. Während sie noch mit ihrem Schicksal hadert, genießt der Casanova in seiner Eigentumswohnung ungeniert die traute Zweisamkeit mit der 24 Jahre jüngeren Bella. Ich glaube, die Stimmen kommen aus dem Bad. Also da weiß ich jetzt aber nicht, ob wir da reingehen sollten. Frau Häuptgen, lassen Sie das. Oh, was haben wir denn hier für einen hohen Besuch? Hallo. Ja, ja gut, wenn Sie mich so freundlich begrüßen, Herr Häuptgen, dann nehme ich das mal als Einladung, hier eintreten zu dürfen. Freundlicher Mensch. Hatten Sie noch nicht genug Wasser am Körper?
hat sie das Streitgespräch mit meiner Mandantin im Café überhaupt nicht zur Raison bringen können. Sie meinen, das Wasser der Teigteilinder längst verziehen. Na, ein Säckchen, Liebling? Nein, danke, mir ist schon schlecht. Herr Rübgen, mir wird auch schlecht. Meine Mandantin kämpft um ihre Ehe, nach 23 Jahren Ehe. Und dass Sie hier mit Ihrer Gespielin im Wasserbad sitzen wie Lies und Lene in der Badewanne und Sie auch noch verhöhnen, das muss sie sich, glaube ich, nicht anhören. Und das ist stillos, Herr Häubken. Das tut mir wirklich weh. Kommen Sie, wir gehen. Also wenn ich das hier sehe, weiß ich eins. Ihre Ehe ist nicht mehr zu retten. Gucken Sie sich das an. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Das kann ich Ihnen sagen. Ihre Ehefrau will die Scheidung. Und ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass heute und hier das Trennungsjahr beginnt. Ja, du kannst mich doch jetzt nicht... Kannst mich doch jetzt nicht verlassen. Eins noch. Mit Beginn des Trennungsjahres haben Sie aus der bisherigen gemeinsamen ehelichen Wohnung, das heißt Ihrem Haus, auszuziehen. Das werden Sie von dem Gericht auch noch schriftlich bekommen. Sie haben ja schließlich diese Eigentumswohnung und hier können Sie sich ja gut einrichten. Was? Aus meinem Haus? Ich ausziehen? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So sieht es aus. So ist die Rechtslage. Erkundigen Sie sich. Viel Spaß. Kommen Sie, wir gehen. Den Anblick hätte ich mir aber auch gerne erspart, ganz ehrlich. Frau Röpken, dann so. Wenn ich das sehe, fange ich an, mir Sorgen darum zu machen, was Ihr Mann mit dem Geld macht, was bei Ihnen vorhanden ist. Wie glauben Sie wirklich, er kann mich übers Ohr hauen? Das kann ich mir dann aber doch nicht vorstellen. Bei der Scheidung zeigt sich leider oft ein ganz anderes Bild eines Menschen, als man es bisher von ihm kannte. Aber das weiß ich nicht. Ich mache mir nur Sorgen um diese Frau Garcia. Entschuldigung, die Frau ist 24 Jahre jünger als ihr Mann. Warum hüpft die denn mit ihm in die Badewanne? Weil ihr Mann so ein Charisma hat? Wirklich deshalb? Oder vielleicht geht's ums Geld? Da habe ich überhaupt noch gar nicht dran gedacht. Jetzt sage ich Ihnen, was wir machen. Wir gehen sofort zur Bank. Und dann verschaffen wir uns einen Überblick über die jetzigen Vermögensverhältnisse. Denn den haben Sie ja nicht. Das machen wir. Sie wissen, welche Konten bei welcher Bank sind? Dann machen wir uns auf den Weg. Kommen Sie. Ich weiß nicht, wo sich gerade Meerschaum befindet. In der Badewanne oder in dem Hirn von Herrn Häubken. Ob der seine Frau tatsächlich betrügen würde, wenn es jetzt zum Rosenkrieg kommt, das weiß ich nicht. Aber er ist ja dieser Frau Garcia so verfallen, dass er möglicherweise alles tut, was diese Frau verlangt. Und ich habe die Sorge, dass die am Ende das ganze Geld hat. Deshalb werde ich mir jetzt einen Überblick verschaffen über die Vermögensverhältnisse, was es da an Bewegungen gegeben hat und zumindest im Hinblick auf den Trennungsunterhalt einen kleinen Teil schon mal für meine Mandantin sichern. Das werden wir jetzt mal versuchen. Anwalt Bernd Römer ist alarmiert darüber, dass Robert Linder so schamlos mit einer 26-jährigen Geliebten betrügt. Zudem hat er Sorge um das Vermögen der Eheleute. Er begleitet Linda zu ihrer Hausbank. Sie kann nicht glauben, dass ihr verlogener Ehemann sie auch noch finanziell hintergehen würde. Doch als die 48-Jährige ihre Kontoauszüge liest, fällt sie aus allen Wolken. Der Robert, der hat heute früh 10.000 Euro von unserem Konto abgehoben. Ich fass es nicht. 10.000 Euro? Gucken Sie sich das mal an. Gibt es irgendeine Rechnung, die ansteht, die in bar zu begleichen ist? Nein, es ist auch eigentlich so, dass wenn es um größere Beträge geht, wir besprechen das. Aber er hat mir da überhaupt nichts von gesagt. Der hat das garantiert abgehoben, um das dieser Bella in den Rachen zu werfen. Das kann gut sein. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es bei diesen 10.000 Euro bleibt. Wenn er anfängt, alles Geld mit seiner neuen Geliebten durchzubringen, wenn wir dann hinterher Trennungsunterhalt haben wollen für sie oder wenn es mal um den Zugewinnausgleich geht, dann ist am Ende nichts mehr da. Wir müssen was machen. Sie haben gesagt, Sie haben noch weitere Konten bei der Bank. Es gibt ein Festgeldkonto, es gibt ein Sparbuch, richtig? Wir prüfen jetzt den Finanzstatus. Und dann sehen wir zu, dass wir davon was für Sie auf die Seite bringen. Ich sag mal, die Hälfte, 5.000 Euro, heben Sie einfach erstmal ab. Was Sie haben, haben Sie. Und dann können wir uns hinterher mit Ihrem Mann auseinandersetzen und fragen, wofür war das Geld und wie viel zahlt er davon zurück? Das finde ich gut. Kommen Sie, das machen wir sofort. Linda fürchtet um ihre gesamten Ersparnisse und will der Geliebten ihres Mannes persönlich auf den Zahn fühlen. Am Nachmittag geht sie mit Tochter Annika zu dem Fitnessstudio, in dem Bella als Trainerin arbeitet. Davor macht das Mutter-Tochter-Gespann eine überraschende Beobachtung. Mama, geh mal runter. Was denn los? Schau mal, wer da kommt. Ja, die Bella kommt da. Was denn? Ja, mit irgendeinem jungen Typen. Mit irgendeinem jungen Typen? Mama, sei doch nicht bescheuert. Schau mal, wie die sich umarmen. Das ist ihr Freund. Meinst du? Ja? Weißt du, was ich glaube? Ja. Bella nimmt Papa nur aus, weil Bella ihr Geld will. Ja, das kann natürlich sein. Kommt mir komisch vor. Komm, wir gehen mal hinterher. Aber den kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen. Und wo? Ich glaube das nicht. Das ist der Jonas Becker. Der hat doch bei Robert im Laden gearbeitet. Na, pass mal auf. Ich mach da mal ein paar Fotos von. Irgendwas ist hier total oberfaul. Das kann garantiert kein Zufall sein, dass die Bella mit dem ehemaligen Angestellten von Robert zusammen ist.
Ich werde das mal meinem Anwalt erzählen. What if I wanted to break? Die besorgte 48-Jährige geht von einer Intrige gegen ihren Mann aus. Allerdings kann sie noch nicht genau einschätzen, wie Roberts ehemaliger Mitarbeiter Jonas dazu ins Bild passt. Wenig später bespricht sie sich mit ihrer Tochter und Anwalt Bernd Römer. Und Sie sind sich ganz sicher, dass dieser Mann Jonas Becker ist und dass der bei Ihrem Mann gearbeitet hat? 100%ig, das Gesicht vergesse ich ganz bestimmt nicht. Wieso hat sich das so eingeprägt? Mit dem gab es Ärger. Den hat mein Mann kurz bevor er den Laden verkauft hat, noch gekündigt. Ach, warum das denn? Naja, mein Mann musste ja Inventur machen, bevor er den Laden verkauft hat. Und da hat sich herausgestellt, dass einige von den Elektrogeräten verschwunden sind. Und nur Jonas Becker hat überhaupt die Möglichkeit gehabt, die Bestandslisten so zu manipulieren. Das heißt, Jonas Becker ist ein Betrüger. So sieht's aus. Ja. Wissen Sie, was ich glaube? Dieser Jonas Becker und Bella Garcia, die stecken unter einer Decke. Das ist kein Zufall, dass der Mann Bella Garcia kennengelernt hat. Wie meinen Sie das? Jonas Becker? Weiß doch um die finanzielle Situation ihres Mannes. Der weiß, dass das Geschäft verkauft wird. Der weiß, dass da Geld zu holen ist. Und deshalb hat er die Bälle auf ihren Mann angesetzt. Wir müssen den Mann informieren, sofort, bevor er noch mehr Geld zum Fenster rauswirft. Denn das sehen wir nie wieder. Auf jeden Fall. Wir gehen sofort los. Mit den Fotos, die meine Mandantin gemacht hat, haben wir vielleicht die Chance, ihren Mann wieder zu Verstand zu bringen. Denn wenn er weiter an die große Liebe glaubt, dann verschleudert er noch sein gesamtes Vermögen. Und meine Mandantin guckt am Ende in die Röhre. Und so weit lasse ich es nicht kommen. Anwalt Bernd Römer sieht das gesamte Vermögen des Ehepaars Häuptgen in Gefahr. Um zu retten, was noch zu retten ist, sucht er zusammen mit Linda und Annika den ahnungslosen Robert in seiner Eigentumswohnung auf. Der ist zunächst wenig begeistert von dem späten Besuch. Ach, siehst schon wieder. Na, langsam nerven Sie aber auch, wa? Ja, das tut mir sehr leid. Dafür werde ich von Ihrer Frau aus noch bezahlt. Aber wissen Sie was? Sie werden Ihrer Frau und mir sehr dankbar sein, dass wir hier und heute bei Ihnen sind. Aha. Deine tolle Freundin ist nämlich in Wahrheit mit deinem ehemaligen Mitarbeiter Jonas Becker zusammen. Ja, das würde die beiden passen. Stecken unter einer Decke. Und falls du mir das nicht glauben möchtest, bitteschön, ich habe hier ein paar ganz wundervolle Handyfotos für dich. Ist ja wohl völlig eindeutig. Ich habe es auch gerade gesehen. Die sind ein Paar. Glaubt es nicht. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Häuptgen? Frau Garcia ist Ihnen nicht vor ein paar Wochen zufällig vor dem Gemüseregal in die Hacken gefahren und hat sich dann in Sie verliebt. Die ist von Jonas Becker gezielt auf Sie angesetzt worden, um an Ihr Vermögen zu kommen. Der Becker weiß doch, was bei Ihnen zu holen ist. Und Sie haben heute Morgen noch 10.000 Euro abgehoben von der Bank. Und jetzt lassen Sie mich raten, wem Sie die ins Händchen gedrückt haben. Der Frau Garcia, damit sie sich was zum Anziehen kaufen soll oder so. Mhm. Oh mein. Also das Geld der Frau Garcia. Ich hab hier vor einer Stunde Geld überwiesen. Bitte, was hast du? Wie viel hast du ihr überwiesen? Ich hab hier 30.000 überwiesen. Ach, du hast diesem Flittchen insgesamt 40.000 Euro in den Rachen geworfen? Ist dir eigentlich bewusst, dass vielleicht das ganze Geld futsch ist? Das ist mir klar, das begreife ich. Das müssen wir sehen, ob das ganze Geld futsch ist. Wo ist Frau Garcia denn jetzt? Ja, sie wollte übers Wochenende nach Sevilla zu ihrer kranken Oma. Na, da ich ihr dann, wie gesagt, nochmal Geld gegeben, dass sie Hin- und Rückflug bezahlen kann und ein Hotel. Und jetzt wird mir erst klar, sie wollte ja nicht begleitet werden zum Flughafen. Jetzt macht das alles erstmal Sinn. Rufen Sie sie an und versuchen Sie rauszukriegen, wo sie wirklich ist, ob sie am Flughafen ist. Und halten Sie hin, unter irgendeinem Vorwand. Vielleicht ist sie wirklich zum Flughafen. Ja, oh Mann. Die ist doch Halbspanierin. Ja. Vielleicht ist es nur eine Finte, ich weiß es nicht. Mann, das gibt's mal, ja wann nicht. Der nächste Flug geht. Ich werd verrückt und da ist nur die Mailbox dran. Also es gibt nach Sevilla von Berlin heute nur einen Flug von Tegel und der geht in circa anderthalb Stunden. Und ich würde sagen, wenn sie auf dem Flug ist, haben wir eine Chance, sie abzupassen. Na los, rennen ins Auto und dann ab. Los. Ja. Versuch es wert. Ist natürlich echt ein Hammer, dass Robert echt auf eine Betrügerin reingefallen ist. Aber trotz der Schadenfreude, die Enttäuschung darüber, dass er unsere Ehe kaputt gemacht hat, ist schon größer. Linda Häuptgen hat herausgefunden, dass ihr Ehemann Robert an seine über 20 Jahre jüngere Geliebte fast die gesamten Familienersparnisse verschenkt hat. Die habgierige Bella hat es von Anfang an nur auf sein Geld abgesehen und möchte sich mit ihrem Komplizen Jonas nach Spanien absetzen. In letzter Sekunde können die Häuptgens und Anwalt Bernd Römer das Gaunerpärchen am Flughafen aufhalten. Frau Garcia, bleiben Sie doch mal stehen. Bleiben Sie mal bitte stehen. Was? Herr Becker, was Sie auch. Was ist das jetzt hier für eine Aktion?
Sie wollen nach Spanien? Vergessen Sie es. Wir werden dafür sorgen, dass Sie in kein Flugzeug steigen heute. Ja, ich verstehe nur den Bahnhof. Wir sind hier, um das Geld zu sichern, das Ihnen nicht zusteht, das meiner Mandantin zusteht. Du falsche Schlange, du hast mir die ganze Zeit verarscht. Und ich fall auch noch auf dein Liebesgesäuse rein. Währenddessen du mich mit diesem Klon, ja, mit diesem Betrüger, die ganze Zeit verarscht. Die ganze Zeit. Ach, mein Bärchen, was ach, ist komm, denn los? Ach, vergiss dein Bärchen. Sag mir lieber, wo die Kohle ist, die ich heute früh immer. Frau Garcia, bitte hören Sie auf mit diesem erbärmlich schlechten Schauspiel. Ohne dass man Ihr Dekolleté dabei sieht, funktioniert das nicht mehr. Auch bei Herrn Häuptgen nicht mehr. Das ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben sich doch im Supermarkt ganz gezielt an Herrn Häuptgen rangemacht. Sie haben sich nicht in ihn verliebt. Sie sind von Herrn Becker auf ihn angesetzt worden, weil Sie an seine Kohle wollten. Und einen Teil davon haben Sie ja jetzt auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Sei ruhig, die können uns gar nichts. Ich habe aber keine Lust, für Jahre ins Gefängnis zu gehen wegen dir. Das ist alles Jonas Schuld gewesen. Erzählen Sie. Er wusste, dass Robert den Laden verkauft hat und dass er viel Kohle haben muss. Und dass wir wollen nur ein bisschen Startkapital haben für unser neues Leben auf Spanien. Das kann ich verstehen. Hey, du bleibst hier. Rufen Sie die Polizei, Frau Häuptgen. Ich bin echt froh, dass die beiden Männer es geschafft haben, dieses Gaunerpärchen dingfest zu machen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der Herr Römer das auch schafft, dass wir das Geld zurückbekommen. Denn nach der Scheidung steht mir schließlich die Hälfte zu. Kurze Zeit später ist die Polizei vor Ort. Bella und ihr Komplize werden zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Nachdem auch Anwalt Bernd Römer sich verabschiedet hat, bittet Robert seine Ehefrau Linda reuevoll um ein Gespräch. Was willst du denn noch mit mir überreden? Ich habe eine große Dummheit begangen. Habe ich heute irgendwie schon mal gehört. Ja, mir ist das absolut wichtig. Ich war vor Liebe so blind gewesen, ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich hintergangen wurde. Und wärst du nicht gewesen, hätten wir unser ganzes Hab und Gut verloren. Mhm, dafür kannst du dich aber beim Anwalt bedanken. Ja, ich Volltrottel. Ja, dich da mit der offenen Beziehung zu belasten, war totaler Schwachsinn. Ich weiß jetzt, dass ich nur dich liebe. Mit dir möchte ich zusammen alt werden, Linda. Ach, das hat vor ein paar Stunden noch ganz anders ausgesehen. Linda, bitte, gib mir noch eine Chance. Bitte eine Chance. Robert, wenn du mich wirklich lieben würdest, hättest du mich niemals so behandeln können. Du hättest niemals meine Gefühle so mit Füßen treten können. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mich von Robert trenne. Wir waren 23 Jahre glücklich verheiratet. Aber mit seiner bescheuerten Idee von der offenen Ehe hat er alles kaputt gemacht. Und so rücksichtslos, wie er mit meinen Gefühlen umgegangen ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir noch mal zusammenkommen. Es tut mir leid, doch ich halte es nicht mehr aus hier. Ich hab dir gegeben, was geht. 4 Wochen später leidet Linda immer noch unter der Trennung von ihrem Ehemann. Tochter Annika hilft ihr dabei, nach vorne zu blicken. Heute haben die beiden unerwarteten Besuch. Papa, was machst du denn hier? Ich habe eine Überraschung für die Mama. Wieso das denn? Mein Schatz, du hast doch schon Ewigkeiten eine Safari gewünscht. Ja, Ewigkeiten. Stimmt. Ja, und? Ja, und pass auf, ich bin gestern an unserem Reisebüro vorbeigekommen und sehe dieses tolle Angebot. Und da habe ich dann die Reise gebucht. In einer Woche kann es losgehen. Ja, sag mal, was soll das denn heißen? Du willst mit mir verreisen? Wie bist du denn auf so eine Schnapsidee gekommen? Robert, wir sind getrennt. Hast du das vergessen? Na, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir noch eine Chance bekommen. Gib mir noch bitte eine Chance. Ich habe dir unendlich weh getan, das weiß ich. Oh, Robert, steh bitte auf. Also, das mit der Safari-Reise, das ist ja eine ganz schöne Idee. Aber du hast mich so gedemütigt und so verletzt. Ich kann dir das einfach nicht verzeihen. Bist du ja sicher? Robert, wir waren über 20 Jahre lang glücklich zusammen und du hast das leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Das lässt sich nicht mehr kitten. Auch nicht mit einer Safari-Reise. Linda, eine Chance. Ich habe Robert immer aufrichtig geliebt, aber als Ehemann will ich ihn nicht zurückhaben. Vielleicht können wir eines Tages Freunde werden, aber bis dahin brauche ich noch einige Zeit, um das zu verarbeiten. Bella Garcia und Jonas Becker sind wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Nach Ablauf des Trennungsjahres hat Linda die Scheidung eingereicht. Die Ereignisse haben Mutter und Tochter zusammengeschweißt.